Ja, das ist wieder auf ein Erlebnis zurückzuführen. Und zwar sitze ich irgendwann am Kaffeehaus, lese die Zeitung und da war ein Appa-Foto drinnen, nicht? Mit der Unterschrift und allem, mit Text und ja, es war Brasilien, nicht der Text und Bild stimmen überein. Und das waren die Nachrichten. Und dann habe ich auch das Tagblatt gelesen, nicht? Weil es auch das gleiche Foto, aber ein ganz anderer Text, nicht? Da bin ich hellhörig geworden. Was ist da? Ist wieder glaubwürdig? Man könnte das auch eben meinen, dass das so stimmt. Und dann habe ich das Volksblatt noch gelesen, aber wieder ein anderer Text, nicht? Da bin ich dann damit gemerkt, also das Bild lässt alles offen und dass der Text engt dann ein, nicht? Der sagt, das ist ein Nussbaum, nicht? Das ist kein Baum, sondern ein Nussbaum, der spezialisiert, also spezifisch wird dann. Und das hat mich natürlich auch interessiert, weil man dann auch die Bildtexte sind ja auch so, nicht? Du lässt ein Bild offen und dann gibt es eben diese Unterschriften, Bildtexte da, nicht? Die sagen, das ist so und so, nicht? Und das ist ein Art Hinweis. Ja, das war eigentlich später dann. Das erste war, was wir mitgekriegt haben, das war das Bauhaus in Deutschland. Und zwar, es hat ja nach dem Krieg hat so Kataloge, Bücher gegeben. Ja, das war das erste eigentlich, dass wir ein paar Kataloge in der Schule gehabt haben über das Bauhaus, nicht? Und da war dann, war schon für uns, wir haben uns auseinandergesetzt dann mit Kandinsky und die Bücher und so. Und vorher war dann, das heißt, es war noch in Wels, der Peter Kubelka, der hat dort ein Zimmer gehabt und hat mir mitgenommen. Und da war dann von einem da Effern Bauhaus wieder einer über die ganze Seite, über die ganze Wand war ein Gedicht von August Strahm, nicht? Also, genau unleserlich, also nicht zu verstehen. Und da habe ich gemerkt, mit der Sprache passiert etwas. Es war für mich sehr wichtig zu sehen, dass man mit der Sprache sehr viel machen kann. Und dann eben mit Heinrad Becker dann, das war 1971, sind wir bekannt geworden. Und der hat eben als Publizist oder dann die Wiener Gruppe auch gehabt, Gerhard Röhm und auch Leitner hauptsächlich. Und auch natürlich Merik, Jandl etc., aber Gerhard Röhm war dann, ja, sind bekannt geworden und Gerhard Röhm wollte mich schon sehr früh ein Stipendium verschaffen für Berlin. Das war damals die Zeit schon ziemlich am Ende, am Anfang hat ja jeder hin können und das war die Zeit, da haben sie nur mehr dann Persönlichkeiten genommen. So, die Engländer, Amerikaner, alle haben sich beworben dann und ja, ich bin da durchgefallen und ich habe mich aber dann weiterempfohlen zum Bielefelder Kolloquium, das war auch 1974, glaube ich, und habe dann jährliche Einladung gekriegt über 20 Jahre. Das war für mich auch sehr wichtig, weil da war die Avantgarde von der Sprache her und auch von Bill, Tim Ulrichs, Jochen Gerz und Heisenbüttel, also ein Viertel waren ja Wiener, die Wiener Gruppe und dann Mayröcker, Jandl und Eisendli und Priesnitz. Also das waren hauptsächlich Österreicher, die dort vertreten waren. Und das war für mich schon spannend da, nicht? Weil man da für 3 Tage das Neueste eben gehört, gesehen hat dann. Und das war intern besprochen worden und ja, das war dann für mich schon wichtig. Aber auch sehr beinhart, weil es stark kritisiert worden ist. Das ist klar, das haben wir überstehen müssen. Sie haben einmal gesagt, was weiß der Baum von seinem Begriff? Ach so, ja, das ist wieder die Beziehung von Zeichen und Bezeichneten. Und ich habe da entdeckt, da gibt es ja 2 Welten, die Welt der Sprache und die Welt der Dinge, nicht? Und es ist eigentlich ein Bruch und ich wollte eine Art Versöhnung haben, nicht? Die Sprache mit dem, der Begriff mit dem Baum. Und habe dann beim steirischen Herbst, oder Trigern, glaube ich, war das, habe ich über eine dicke Eiche, habe ich das, den Begriff Baum, also ich habe es umgedreht, um nicht tatalogisch zu sein, ich habe es mir geraten, ich soll das machen.
und habe dann nur ab hingeschrieben, also Baum verkehrt und also dann mit der Seil umwickelt, nicht diese enge Verbindung von Sprache und Natur. Es ist auch wieder über Beobachtungen gegangen, das Taktile, das Begreifen der Dinge. Bei Kindern sieht man ja nicht, wie sie die Welt begreifen, mit Tasten, mit allen möglichen Sinnen. Und dann ist auch im Begreifen der Begriff drinnen, nicht, wie ich es vom Begreifen also vorgestellt habe, dass vom Begreifen zur Sprache kommt. Und das war für mich wichtig dann, also speziell eben, wie sich Begriffe vermutlich gebildet haben und so, das hat mich dann interessiert. Ja, auch das heißt, früher hat es ja kaum Ausstellungen gegeben, nicht? Das war meine, ja, so in der jungen Generation, glaube ich, vor 2 Jahren, also vorher, das war 66, weiß ich, eine kleine Ausstellung gehabt, das heißt mit anderen zusammen, 2, 3 Bilder, und dann 68, dann haben wir mit Freunden haben wir in Wien ausgestellt, haben uns ein Hotel gemietet, das heißt ein Zimmer, haben dort Bilder aufgebaut, und dann haben wir dann, die bekannt waren, Breicher, Monsignore Mauer, also die sind alle gekommen, das wird es ja heute gar nicht mehr geben, nicht so Unbekannte. Und das war für uns natürlich schon, und auch die Galerie Griechenbeisel ist auch da gewesen. Und ich habe dann eben die Mitteilung gekriegt, dass ich dort eine Ausstellung machen soll. Das war da für mich schon wichtig. Das war 68 die erste. Und dann bis 72, 73 habe ich Griechenbeisel dann ausgestellt, diese Arbeit. Ja, es war spannend. Ich kann mich erinnern an Sottriffer noch. Und hat er nicht recht gewusst, was er mit diesen Dingen anzufangen hat. Nicht? Und ich weiß, der Frohmann, der dort die Galerie geleitet hat, und dann, ich war im Nebenraum, habe aufgebaut, und die 2 habe ich dann gehört, wie sie da meine Arbeit beurteilt haben, nicht? Der Sottriffer sagt, ja, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, nicht? Und sagt, der schaut doch hin, nicht? Und das ist neu und Ding, und dann habe ich nicht gewusst, geht's rauf oder geht's runter, nicht? Und dann habe ich eine Dreiviertelseite in der Presse gehabt, nicht? Also hat er dann das akzeptiert. Und war aber dann recht froh, hat mir dann manchmal angerufen und sagt, von allen anderen kriege ich Material, von ihnen kriege ich gar nichts und so. Also war dann, er war so ganz nett dann. Und hat manchmal was, so kleine Notizen gebracht. Ja, das auch zurückzuführen, das heißt, ich habe ziemlich spät zum Fernsehen angefangen. Und da waren 68 die Studentenunruhen in Paris, und da habe ich das erste Mal gesehen, wie die Sprache über den Köpfen gehoben wurde und die Sprache eine gewisse Bedeutung gekriegt hat. Und das war dann für mich der Anlass, dass ich das nachgebaut habe mit Stangen, mit langen Stangen, und dann dieser, am Ende war dann eben der Buchstabe dann und hat das Buchstaben genannt, und auch so für Aktionen, ich bin dann, speziell wann das Fernsehen da war, habe ich mit diesen Objekten dann durch die Gegend gehen müssen, und ja, das war die Zeit. Ja, das kann mich erinnern, das war sogar in diesem Haus, das heißt, das war in der Neuen Galerie, da war eine Ausstellung über konkrete Poesie, und ich bin dann zufällig, Friedrich Lichtenauer hat mich da eingeladen und ins Gespräch gekommen und sagte, ja, komm, mach gleich mit, nicht? Und da war gleich dann mitten in dieser Ausstellung, und ja, wir haben uns gut verstanden, und er hat meine Arbeiten publiziert, hat sich für mich eingesetzt, und ja, war ihm wichtig mit. Das heißt, wir haben viel diskutiert dann auch, nicht? Und dann habe ich speziell dann die Wiener Gruppe auch dann kennengelernt und eben die Arbeiten anderer Künstler und Bücher, die ich dann gelesen habe. Also, ja, es war für mich sehr anregend, und es war sehr wichtig, und wir waren bis zu seinem Tod waren wir eben befreundet. Und naja, das ist eigentlich
herzeigen und sehen. Bei mir war es eigentlich, ich glaube, du hast mit Sehen angefangen. Ich habe vielleicht weniger Fantasie, sondern mehr Vorstellungsvermögen. Und ich muss die Dinge sehen. Nicht? Ich kann, wenn ich was sehe, ich kann das ableiten, verändern und Dinge oder das in die Kunst herüberbringen. Und zeigen ist auch, ja, es zeigt sich etwas und ich sehe etwas. Ich glaube, das ist der springende Punkt bei mir gewesen dann. Und das war eigentlich, glaube 64 oder etwas, habe ich die ersten Sachen dieser Art gemacht, dieses Herzeigen. Und in dieser Zeit bin ich darauf gekommen, dass sich die Philosophie auch damit befasst. Und Gottfried Böhm, glaube ich, hat über ein Buch geschrieben und das hat mich natürlich sehr interessiert, weil das eine gewisse Bestätigung war meiner Arbeit, soweit ich es nicht missverstanden habe. Da habe ich sogar eine Anfrage gekriegt aus New York über die Art Forum, wie ich das mache, habe ich genau beschreiben müssen, weil sie einen Artikel gebraucht haben über diese Arbeiten. Und angefangen hat das ja ein Bild, das heißt ja, manche Sachen sind auf einem Bildstrich, aufgelaufen, ich habe ganz gute Arbeit gehabt und hat ein Bildstrich gefällt, ein größerer, und ich habe mir gedacht, wenn ich den Bildstrich falsch setze, ist das ganze Bild kaputt. Und habe dann überlegt, was ich da machen könnte, und ich bin dann drauf gekommen, also ich habe dann Bildstrich auf eine Glasplatte gemacht, habe geübt dort, und so 20 Bildstriche, und ich habe gedacht, jetzt kann ich, dann habe ich aber noch einmal überlegt und denkt, ich könnte dich ja mit der Spachtel wieder runterheben, den schönsten, nicht? Dann wäre es dann hundertprozentig, und das habe ich dann gemacht und habe den Bildstrich dann aufgeklebt. Das war dann diese Serie verfügbare Bildstrich, habe ich es genannt. Doch, und ja, das ist schon das Verbindende bei mir, ist ja das Objekt nicht allein, sondern steht immer in Beziehung zu anderen. Und das ist dieses Verbindende, das Verbindende Und, das ich dann immer oder sehr häufig verwende auch. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass Franz West habe ich erst 85 kennengelernt, 86 haben wir im März dann eine Ausstellung gehabt, da habe ich den Franz West schon eingeladen, weil er mir gefallen hat. Und das, ich habe das anders gesehen. Ich komme, das heißt, ich habe die Arbeiten 10 Jahre früher gemacht oder 15 Jahre. Ich komme von der Objektkunst und er aus der Wiener Situation hat das psychologisch genommen. Nicht? Also für mich war das ein wesentlicher Unterschied. Und habe dieses Nahverhältnis eigentlich nur gesehen, dem diese Arbeiten taktil waren, begreiflich waren und in diesem Sinn. Also meine Arbeiten habe ich körperbezogene Formen, glaube ich, genannt und eher eben diese Passstücke, genau. Ja. Das ist schon ein bisschen der Unterschied. Eigentlich bis jetzt nicht, aber ich glaube, der hat die Sache gut gemacht. Es ist etwas, mit dem man konfrontiert worden ist, nicht? Und man hat auch keine Erfahrung gehabt. Und da muss man anfangen zum Werken. Nicht? Und es ist wahrscheinlich manches ein bisschen daneben gegangen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben sie sich ganz gut aus der Affäre gezogen, nehme ich an.